Ja, das ist etwas, was ich noch nie gemacht habe. Und das ist schon fast erstaunlich. Tatsächlich noch nie an der alten Festung einfach auf Grund mit drei Grundrouten und ganz simpel, einfach nur ein Köder, raus damit. Und ich habe jetzt hier in 20 Minuten 34 Fische dran. 34 Fische in 20 Minuten ist eine super Frequenz dafür, dass es komplett basic ist, ohne Futtermische, mit sehr, sehr leichtem Setup. Also rausziehen und gucken, was denn hier so geht. Das Ganze kommt hier vom Vitus, der hat das heute nochmal getestet, der hat das vorhin schon mal getestet und hat das gerade dann nochmal ausgiebig getestet und meinte, Alten, ja, läuft, er hat das länger auch rumprobiert und er kommt hier auch auf eine sehr, sehr gute Frequenz und ich teste das jetzt gerade. Na, wobei gerade so super fein bin ich gerade gar nicht unterwegs. Ich könnte gleich noch mal ein bisschen leichter reingehen. Und zwar ungefähr auf das Level von zum Beispiel einem Feeder Set Start. Also Feeder Set Start nehmen wir mal so ungefähr um die 4 Kilo herum als Vorfachsmaterial. Und dann ist man da doch ungefähr auf dem Level, auf dem man hier stehen würde, wenn man zum Beispiel gerade frisch Level 12 geworden ist und eben hier zur alten Festung gehen kann. Da oben ist die alte Festung. Bedeutet also, wir rennen hier einfach eben die Straße runter, gehen hier hin. Einer der absolut wichtigen Spots. Vor ein paar Tagen gab es auch schon ein Video zum Schleierangeln. Einfach mal reingucken. Das ist ein bisschen anders zusammengebaut, das Setup. Hier mit dem Köder und der Kombi jetzt geht auch ab und zu mal Schleie mit rein. Würde allerdings, und das wurde ja auch schon in der Tutorial-Serie so erklärt, wenn du die noch nicht gesehen hast, ich verlinke die nochmal, absolut essentiell, wenn du im Game was erreichen willst, reingucken, Tutorial-Serie 2023, ist super viel Material, weil das Game aber auch super komplex ist. Das heißt, wenn du hier richtig durchziehen willst, brauchst du einfach wahnsinnig viele Infos. Also hier einfach jetzt in dem Fall relativ simpel. Ich ziehe mal eben den hier raus. Da war irgendwas Lüttes dran. Hat sich gar nicht wirklich gewehrt. Und ich gehe hier auch nochmal kleiner rein. Wie gerade gesagt, mit ungefähr mal 4 Kilo. Ich nehme einfach jetzt hier 4 Kilo Schnur. Mehr nicht. Und raus damit. Nein, Schnurclip machen wir auch noch rein. Schnurclip machen wir mal hier so auf. 7 oder sagen wir mal 6 bis 8 Meter. Das sollte reichen. Ich bin jetzt hier gerade auf 8 Meter. Ganz wichtig, wenn wir die Schnur reduzieren, müssen wir natürlich auch die Bremse reduzieren, damit uns da nichts abreißt. Und hier baue ich das auch gleich nochmal um. So, nächste schöne Schleie. 1 Kilo Schleie. Siehst du, das ist doch schon mal richtig gut. Auch hier reduziere ich jetzt nochmal eben und gehe runter auf 4 Kilo. So sieht das Ganze jetzt hier aus. Zack, auch hier natürlich wieder den Schnurclip neu setzen, die Bremse runterdrehen und locker raus damit. Und dann haben wir jetzt hier die nächste Rute, zack, auch wieder kleines Rotauge. Also wir haben hier Rotaugen, ganz viele Karauschen, Schleien und so weiter und so weiter. Wo ist hier meine Schnur? Da. Da ist die Schnur. Und das geübte Auge hat auch schon ein paar wichtige Infos rausgekriegt jetzt. Also hier mit Köcherfliegenlarve gerade. Köcherfliegenlarve als Hauptköder. So, mal eben gucken. So ein bisschen kann ich noch wieder hochziehen. Ja, das ist doch gut. 1 Kilo Karausche, das schmeckt. Gerne mehr davon. Na, ich bleib mal noch so. Hier kann ich auch langsam ein bisschen hochdrehen noch. Jawohl, auch hier wieder die nächste große Karausche. Auch wieder über 1 Kilo. Sehr gut. Und es zuppelt auch schon wieder weiter. Also, es läuft und es läuft und es zuppelt und es bimmelt. Man hat so einen kleinen Down, also so einen kleinen Abfall der Frequenz über die Mittagszeit. Das ist aber bei ganz vielen Fischen so, dass die über die Mittagszeit so ein bisschen schlechter laufen. Und im Großen und Ganzen sieht man hier wahnsinnig viele
Karauschen, viele maßige Fische dabei. Dann, wie gesagt, über die Mittagszeit war jetzt hier so ein bisschen so eine Flaute, mehrere kleine unmaßige dabei, tendenziell eher Rotaugen. Und jetzt so langsam geht es, glaube ich, wieder los in Richtung Abend, dass da auch wieder ein paar dickere Brocken reingehen. Jetzt wird es aber auch nochmal interessanter, dadurch, dass wir hier weniger Scheuchwirkung haben durch die dünnere Schnur. Oha, der hat Bock, der Brocken. Der ist ein bisschen am Limit. Auf Köcher fliegen Larve. Was haben wir denn da drauf? 2-3 Kilo. Ich meine jetzt eine 2 Kilo Schleie zum Beispiel. Die macht natürlich schon Action, ne? Schön nach oben halten. Jawohl. Einfach dagegen halten. Da muss man ja jetzt gerade nicht viel machen. Der Fisch eskaliert jetzt gerade noch ein bisschen. Da kann man eh nicht viel machen. Also ein bisschen abwarten. Oder ist es ein Döbel? Möglicherweise können ja auch Döbel reingehen, weil er gerade so still steht hier. Es könnten auch Döbel sein. So dieses Stillstehen in der Strömung oder einfach im Gewässer machen auch gerne mal die Döbel. Ich bin gespannt. Ich hoffe, der Fisch bleibt dran. Flutscht jetzt hier nicht aus. Ich gehe mal ein paar Meter weiter. Hart am Limit hier gerade. So, da kommt er doch an. Schön vor den Fisch gelaufen, damit er jetzt in meine Richtung schwimmen kann. Es ist eine große Schleie. Sehr, sehr angenehm. Sehr gut. Und ran damit. 1,6 nur. Ja, da merkt man natürlich den Unterschied. Gerade hier mit 7 bis 9 Kilo unterwegs gewesen. Jetzt hier locker runtergegangen auf nur noch 4 Kilo. Und schon merkt man natürlich, da kommt man schneller in den Drill. Ja, immer mal wieder natürlich auch ein paar Unmaßige dabei passiert. Aber wenn man sich überlegt, dass das Ganze hier gerade komplett ohne Futtermische ist, ist das schon ziemlich nice. Und wenn man dann halt sagt, okay, ich mache jetzt hier Futtermische, wie gerade ja schon gesagt, vor dem Hinweis auf das Tutorial, da wird es eben auch erklärt, ab Level 12 macht es Sinn, hier in die Futtermische reinzugehen. Also, wenn ihr noch nicht so weit seid, dass ihr noch keine Futtermische herstellen könnt und die einfachen Futtermische, hier sind sie, da, das sind die normalen Originalstandards, dass man davon schon mal die ersten machen kann. Mindestens bis zur Brasse, gerne natürlich auch noch ein bisschen weiter bis zur Schleie, aber sowas wie Karauschen und Giebel- und Karauschen-Futtermische, die sollte man doch auf jeden Fall hinkriegen. Also wenn man das noch nicht hat und noch nicht kann, zurück zum Windenbach, zurück zum Moskitosee und da einfach angeln auf simple Köder. Denn da braucht man absolut keine Futtermische. Ab der alten Festung reingehen mit der Futtermische, damit man da dann eben auch hier gezielt die Fische beangeln kann und gezielt diesen Spot, an dem jetzt hier gerade die Köder drinnen liegen, also diese Area jetzt gerade, diesen Spot, den wollen wir mit der Futtermische so beeinflussen, dass von den Zielfischen noch mehr in der Population steigen. Das heißt, wir schmeißen jetzt hier zum Beispiel eine Futtermische rein für Schleie. Zack. Dann wächst die Population hier in der Area an Schleien. Und vielleicht was anderes, vielleicht geht die Rotaugenpopulation ein bisschen runter. Und dementsprechend fangen wir dann einfach mit der Zeit immer mehr Schleien. So beeinflusst dann, wie gesagt, das Futter die Spots. Und wenn man hier halt gar keine Futtermische verwendet, dann sind die Spots einfach so, ja, wie sie halt sind. Dann sind sie original so beeinflusst oder von nichts beeinflusst, sondern die Fische reagieren einfach nur auf die Köder, die wir hier verwenden. Ja, und jetzt, wie gesagt, in dem Fall ist der Köder hier die Köcherfliegenlarve. Relativ simpel. Gar nicht so ein gewaltig großer Köder. Funktioniert immer mal wieder auch am Wolchow zum Beispiel, auch da für Rotaugen und so weiter. Funktioniert immer wieder auch für Z-Fische. Da gab es ja jetzt zuletzt noch ein Video zu Z-Fische am Wolchow. Und ansonsten ist das, wie gesagt, ein ganz guter Köder, ja, ein Allround-Köder auch. Auch am Donetz oder sowas geht das immer wieder ganz gut. Jetzt hier, wie gesagt, an der alten Festung habe ich den noch nie verwendet. Noch nie an der alten Festung mit Köcherfliege und dann auch noch gezielt so als Allround-Köder genommen. Deswegen bin ich ja auch gerade ganz überrascht,
wie gut das eigentlich auch hier funktioniert. Und ein Riesenvorteil hat das Ganze. Wie gerade schon verlinkt, das alte oder das vorherige Video hier an der gleichen Stelle war ja auf Schleie. Und Schleie da dann mit Made quasi beangelt. Und die Made, und da gucken wir uns das nochmal eben kurz an, die Made hat ein Maximum der Hakengröße. Also die ganzen Fische haben Maximum, verschiedene Maximalwerte der Hakengröße. Wenn wir hier reingucken jetzt in die Made, Information, da steht es drinne, winziger Haken 24 bis mittlerer Haken 6. Also dürfen wir maximal einen 6er Haken verwenden. Der Vorteil hier bei der Köcherfliegenlarve ist, winziger Haken 24 bis groß 4. Und das ist halt richtig nice. Das bedeutet, wir können schon mal von unserem Basishaken eine Nummer größer gehen. Also auf den 4er Haken hier. Und damit dann immer noch so einen kleinen Köder verwenden. Und das bedeutet, dass wir durchschnittlich vielleicht schon mal eine größere Chance haben, auch größere Fische damit zu fangen. Also wir pushen quasi so ein bisschen die Größe der Fische dadurch, dass wir eben den großen Haken haben. Es kann aber auch immer natürlich passieren, dass kleine Fische reingehen, weil dieser Köder eben auch sehr interessant ist, auch für kleine Fische. Das heißt, wir haben hier, ja, ab und zu auch mal Fehlbisse. Also es zuppelt und es haut wieder ab. Das sind dann meist irgendwelche ganz kleinen Fische, die da nicht drauf haken. Und dann haben wir aber auch gerne mal in der Population, jetzt zum Beispiel von der Schleie, größere Fische insgesamt, die dann da reingehen. So, also schnell wieder raus hier. Und den nehmen wir hier nochmal eben mit. Und da muss ich sagen, ich bin jetzt hier schon echt sehr, sehr angetan. Wir haben jetzt hier bald 50 Fische zusammen und das jetzt gerade in 32 Minuten. Also wirklich eine sehr, sehr gute Frequenz. Zuppelt es da gerade noch? Ich glaube gerade nicht. Es geht jetzt gleich in die Abendstunden. Was man hier natürlich machen kann, in den Abendstunden natürlich einfach nochmal wechseln an der Stelle auf einen Tauwurm. Gleicher Haken, ähnliches Setup, einfach so lassen wie es ist. Tauwurm dran und vielleicht hoffen, dass da noch der Aal reingeht. Auch natürlich durchaus eine Möglichkeit hier an der Stelle, gerade bei Schlechtwetter und bei sehr kühlen Temperaturen, im Idealfall unter 15 Grad Tagesdurchschnittstemperatur, dann hat man da auch gerne mal einen Aal. So, dann haben wir nochmal eine schöne Karausche. Jetzt lassen wir das mal eben hier so stehen, wie es ist. Geht da noch was? Gerade nicht. Da ist noch wieder was dran. Den nehmen wir noch eben mit hier. Zack, nochmal ein Rotauge. Und jetzt gucken wir gerade nochmal eben, was denn das Ganze hier jetzt gebracht hat. 51 Fische in, was sind es jetzt, 33 Minuten. Also ratzfatz schnell rausgezogen. Und ja, das Gute ist, sehr kunterbunt. Bedeutet, wir können natürlich auch gut Kaffeeaufträge abschließen. Das mit den Rotaugen hier. Zack, 5 Stück. Die kleinsten natürlich verkaufen, denn wir brauchen nur die ganz kleinen. Die kriegen wir auch noch gerade hin. Jawohl, auch hier ganz kleine. Die Quappe war nicht dabei, das war auch nicht. Trophy-Rotauge war nicht dabei, vielleicht noch nicht. Durchaus möglich, dass es noch reingeht. Und ansonsten verkaufen wir eben hier. Was war das jetzt hier in Gänze? Das waren nochmal eben hier knapp 15 Silber. Und dann sind wir jetzt hier mit den Schleien auch noch auf einem ganz guten Weg und haben jetzt in 30 Minuten 100 Silber gemacht. Also ungefähr 100 Silber oder ein bisschen mehr als 100 Silber in 30 Minuten mit einem super günstigen Köder. Und das Wichtige, nicht nur Silber gemacht, sondern auch Skillpunkte gemacht. Denn wenn wir hier mit einer super hohen Frequenz einen Fisch nach dem anderen rausziehen, haben wir natürlich eine hohe Chance, immer wieder neue Skillpunkte zu generieren im Grundangeln. Und das ist natürlich auch wichtig, gerade wenn man im Level 12 Bereich unterwegs ist oder auch wenn man hier mit 20 plus noch steht. Das lohnt sich einfach, damit man hier, wie gesagt, schön weiter Skillpunkte macht und die weiteren Brocken dann rauszieht. Vielleicht auch noch die ein oder andere Trophy hier rauszieht und dann, wie gesagt, jetzt gleich hier in der Abenddämmerung auch noch schön auf Aal gehen kann und so weiter.
Also, wenn es dir geholfen hat, Daumen da lassen, Kanal abonnieren, das hilft mir. Und dann sehen wir uns im nächsten Video oder im Livestream. Montags, Mittwochs und Freitag gibt es da immer Russian Fishing 4 ab 19 Uhr live auf YouTube und auf Twitch. Und die restliche Woche gibt es auch immer mal wieder noch RF4, aber auch noch andere Games. Also, Petri Ölümmels, bis zum nächsten Mal.